Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video geht es um die Einteilung der Monosaccharide. Die Monosaccharide sind die einfachsten Vertreter der Kohlenhydrate. Sie bestehen nur aus einem einzigen Zuckerbaustein und heißen deshalb auch Einfachzucker. Ob es sich allgemein um ein Kohlenhydrat handelt, erkennst du an der Namensendung. Beinhaltet der Name die Endung -ose, spricht man von einem Kohlenhydrat. Monosaccharide kann man nach ihrer funktionellen Gruppe einteilen. Beinhaltet das Molekül eine Aldehydgruppe, so spricht man von einer Aldose. Ein typisches Beispiel dafür ist Glucose. Findest du im Molekül eine Ketogruppe, die auch Carbonylgruppe genannt wird, spricht man von einer Ketose. Fructose gilt hier als typisches Beispiel. Natürlich sind sowohl in Glucose als auch in Fructose-Molekülen Hydroxygruppen enthalten. Diese sind natürlich auch funktionelle Gruppen. Sie spielen bei der Einteilung aber keine Rolle. Eine zweite Einteilungsmöglichkeit der Monosaccharide ist die Einteilung nach der Anzahl der Kohlenstoffatome im Monosaccharidmolekül. Besteht das Molekül aus drei Kohlenstoffatomen, spricht man von einer Triose und so weiter. Häufige Vertreter in der Schulchemie sind Pentosen bzw. Hexosen. Weiterhin kann man die erste Einteilungsmöglichkeit, also A, mit der zweiten Einteilungsmöglichkeit B kombinieren. Glucose ist eine Aldohexose, weil das Molekül eine Aldehydgruppe besitzt, also eine Aldose ist, und weil das Molekül aus 6 Kohlenstoffatomen besteht, also eine Hexose ist. Beides kombiniert ergibt das Wort Aldohexose. Fructose ist eine Ketohexose, da das Molekül eine Ketogruppe besitzt, also eine Ketose ist, und weil das Molekül aus 6 C-Atomen besteht, also eine Hexose ist. Beides kombiniert ergibt das Wort Ketohexose. Zusammenfassend halte ich fest, dass du Monosaccharide entsprechend ihrer funktionellen Gruppe oder entsprechend der Anzahl ihrer Kohlenstoffatome einteilen kannst. Eine Kombination daraus ist auch möglich. So ist Glucose eine Aldohexose und Fructose eine Ketohexose. Sei auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.